Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge LS22 auf der wunderschönen Map Castlenau. Und ich glaube, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, in dieser Folge könnte es echt soweit sein, dass wir uns endlich mal neue Felder kaufen, beziehungsweise ein neues Feld und vielleicht unsere Biogasanlage. Ich glaube nämlich, dass wenn wir jetzt Felder kaufen, dann werden wir nicht so schnell Geld verdienen wie mit der Biogasanlage. Deswegen habe ich der Biogasanlage jetzt ein bisschen die Priorität gegeben. So, wir fahren mit dem Holz der riesengroßen Fichte. Leider habe ich nicht alles drauf gekriegt. Ich habe es fünfmal versucht und ist alles immer wieder runtergebrutzelt. Deswegen müssen wir zweimal fahren, kein Problem. Der Kollege ist wieder zurück, den müssen wir auch mal betanken. Und der Kollege ist hier zur Laiterie de Périgueux. Also, das hat geklappt schon. Stopp. Und wir werden hier erstmal ein bisschen Milch verkaufen und das Holz verkaufen. Und dann müssten wir eigentlich genug Geld haben, um uns ein bisschen mit der Biogasanlage zu beschäftigen. Ich warne jetzt schon, das wird eine eher, ja, landschaftsformende Folge, würde ich mal vermuten. So, guckt mal hier, fast 120.000. Ich fahre den jetzt nicht zurück, sondern fahre den selber. Sonst gibt es sofort wieder eine Strafe. Hier, diese Ecke finde ich so cool gemacht. So, ich glaube, hier geht's hoch. Dann dürften wir noch so 3.000 durch die Bäume kriegen. Das ist dann schon ganz ordentlich. Zur Not nehmen wir nochmal 5.000 oder 10.000 auf. Und ich glaube, wir werden auch den Treckertausch machen. Und uns nochmal den anderen Trecker holen. Oh, hier ist Mais gepflanzt. Sehr cool. Der 105 hier. Also wir werden heute massiv Geld ausgeben. Wahrscheinlich ist das die investitionsträchtigste Folge der Castlenau-Serie überhaupt. Mal gucken. Also, nach vorne geht's rechts ab. Blinker gesetzt. So, davon ist das Sägewerk. Dass der jetzt nicht ankommt, verheißt nichts Gutes. Ich hoffe, ich hatte die Spanngurte drüber. Bin ich mir jetzt gerade gar nicht so sicher. Aber wir gucken mal, wo der ist. Aha. So. Warte mal, weil... Komm her, stopp. Dann fährst du zum Hof. Ich glaube nämlich, wir werden noch eine Ladung verkaufen. Eine Ladung Milch. Schade, falsch gelenkt. Komm her. Ah, neuer Rungenwagen wäre gut, aber demnächst macht unsere Biogasanlage so viel Kohle. Stopp. Ich schätze 3.500. 4.200, stark. Den müssen wir gleich wieder zurückschicken, aber erst gleich. Okay. Gut. Der fährt noch zurück. Was haben wir also vor? Wir werden jetzt dieses Grundstück hier kaufen. Damit geht es überhaupt erstmal los. Und dann müssen wir das ein bisschen anpassen. Und dafür muss das hier auf jeden Fall erstmal weg. Nein! Ja. Stellen wir einfach hier hin. Jetzt haben wir ein bisschen Mineralfutter hier eingelagert. Das ist nicht schlimm. So, also, los geht's. Inhalt wird gespeichert, wunderbar. Einmal geräuspert. Und dann kaufen wir dieses Land hier. Dieses. Das ist sehr teuer. Das ist übermäßig teuer, finde ich, dafür, dass es eigentlich nichts bringt. Aber wir brauchen es halt. Also wir kaufen es. 55.000 sind Fujikato. Und jetzt werden wir mal gucken, dass wir das hier ein bisschen angepasst kriegen. Ich speichere nochmal. Falscher Knopf. Damit ich zur Not auf einen
definierten Stand zurückgehen kann. Moment, bevor es hier losgeht. Wir müssen ein paar Leute irgendwo hinschicken. Dich schicken wir zum Händler. Denn dich werden wir jetzt gleich verkaufen. Und hier werden wir nochmal Milch einladen. Es ist mir alles zu knapp mit dem Geld. Eine ohne Milch. Weiß nicht, was schon wieder mit meinem Hals los ist. Eine Runde Milch verkaufen wir noch. So. Nachfolgende Sendungen verzögern sich um ungefähr 50 Minuten. Weil ich immer noch nicht rückwärts... Ja, reicht das? Natürlich nicht. Ist ja leer, deswegen geht das. Voll würde das natürlich nicht gehen. So, ist der nochmal umgekippt? Nee, aber der können wir wieder nicht schicken, weil der... Alles klar, ich muss echt aufpassen. Es gibt jetzt alles Strafe. So, wir gucken. Also, die Biogasanlage. Die ist nochmal... Die ist nochmal wie groß... Was ist denn überhaupt? Hier, mit Betankung. Also die ist gar nicht so groß, ne? Wir merken uns mal, dass wir vielleicht so... Will ich sie so haben? Würde schon Sinn machen, so, ne? Dann können wir nämlich hier relativ nah ran. Das ist gut. Das ist gut. Oder will ich sie so und habe dann hier so einen Vorbereich? Nee, ich würde sagen so. Wir haben nicht sehr viel Platz und vielleicht kommt irgendwo noch eine Halle hin oder so. Müssen wir mal gucken. Okay, also merken wir uns mal, gerade machen müssen wir so ein gutes Stück hinter dem Baum. Okay, Landschaftsbau. Ich würde ja gern diese Höhe hier glätten. So, wir müssen das ein bisschen größer machen. Oh. So, wir haben ja gesagt, bis ein gutes Stück hinter den Baum. Hier kommt es natürlich dann ein bisschen hoch. So vielleicht, wa? Dann malen. Dass wir hier auch keine Pflastersteine haben, das ist so blöd. Jetzt müssen wir auf jeden Fall erstmal das Gras weg. Das ist mir eigentlich zu hell. So, hier ist es noch gerade. Irgendwie so vielleicht, ne? So, wir gucken mal. Dass er sich nicht, das nicht merkt, ne? Ja. Gar nicht schlecht. Gar nicht so schlecht. Vielleicht ein bisschen Abstand hier lassen, so. Da ist die Elektrotankstelle. Jetzt hat es Ping gemacht, der ist beim Händler angekommen. Dann können wir den nächsten losschicken. Dich schicken wir wieder zu Perigott.
Sehr gut. Können wir hier weitermachen? Ja. Ich sag mal so. Bisschen noch. Kostet natürlich auch alles Geld. Müssen wir mal gucken, dass wir das dann vielleicht. Hier ist das natürlich. Wenn wir das so machen, soll das so ein bisschen diese Steigung rausnehmen. Ich glaube, so sieht das. So sieht das doch erstmal ganz okay aus. So. 52. Jetzt haben wir schon nicht mehr genug Geld für die Biogasanlage. Das heißt, wir werden ein bisschen Geld aufnehmen. 10.000 Euro. Dürfen wir ja, bis 100.000 Euro dürfen wir, die wir ursprünglich auch hatten. Ist dann die Frage, ob wir hier dann diesen ganzen Zaun, die Kuh ist hier vorne, für diesen ganzen Zaun dann nach hier hinten verlegen. Dann doch so ein bisschen Durchfahrt da noch lassen. Gucken mal. So, ein bisschen auflockern das Ganze hier. Okay, so. Dann würde ich sagen, ist es jetzt soweit. Muss das jetzt auch mal platzieren, ansonsten muss ich hier noch fünfmal her scrollen. Also wir checken nochmal, es gibt die Biogasanlage und die mit Betankung. Das ist im Grunde, ich kann es euch jetzt schlecht zeigen, rechts neben dem Silo ist hier eine kleine E-Säule, die hier an dem Gras sieht man jetzt, in der Grasecke, und in der Version ist die nicht. Und das ist nur die Betankung, also weiß ich jetzt auch nicht so genau. Und hier haben wir nochmal eine kleine Betankung, also keine Ahnung, die macht schon irgendwo Sinn hier. Sind das Türen, die man öffnen kann? Nee. Ich lasse mal ein bisschen Abstand, lasse ich mal hier. ...55671. Zack. So, was soll das jetzt? Also, da müssen wir ran. Die steht jetzt hier auf jeden Fall. Hier ist ja, hier sind ja auch Bäume, also steht auf so einem relativ knapsigen Fundament. Oh, ich sehe nichts. Hier geht es so ein bisschen runter, das ist aber nicht schlimm. Kommt hier wieder Gras hin. So, das haben wir erstmal wieder gemacht. So, ihr kennt mich ja. Das können wir mal so lassen. Hier würde ich es noch gut finden mit ein bisschen Busch. So vielleicht. Ja, dass man das hier ruhig so ein bisschen sieht, das finde ich ganz cool. So die Biogasanlage. Malen. Da würde ich sagen, hier vorne nehmen wir das Fundament so ein bisschen weg. Aber hier vorne können wir es dann mal lassen. So eine Art Arbeitsbereich ist hier. Das finde ich eigentlich ganz cool. Das läuft nur so ein bisschen. Läuft das so aus? So vielleicht. Nicht zu bunt. So, hier hinten. Das ist auf jeden Fall. Machen wir es mal so. Hier drumrum, das finde ich gar nicht schlecht, aber nicht so dolle. So vielleicht. Ah, da geht das hier schon. Nee. Die Schräge hätte ich gerne schon wieder.
dass es so bis zur Schrägen geht, so vielleicht. Okay, so, was wir dann machen müssen ist, hier erstmal wieder Gras hin. Das ist teuer. Du hast nicht genügend Geld, ich kann trotzdem weitermachen. Gut, für den Anfang. Aber 70. Gefällt mir noch nicht so wirklich, um ehrlich zu sein. Ein bisschen zugewuchert. So, Deko. Das können wir mal machen. Hier ist so ein bisschen noch vom Bauen, so ein bisschen Kram. Hier stehen noch ein paar Europaletten. Stein eher nicht, auch wenn es mir schwer fällt. Aber so ein Stein. Einer muss schon sein. So, hier hinten können wir auch welche hinmachen. Ist ja auch so ein bisschen hier am Hang. Ist schon in Ordnung. Ich war ja eigentlich hier vorne. Es tut mir so leid, ne? Ihr wollt bestimmt irgendwas mit LS sehen und jetzt kommt hier die ganze Zeit dieser Quatsch. Hier haben wir uns so ein Regal hingemacht, ne? Die Türen, wenn man die aufmachen will, dann, dann muss man das Regal vorher wegräumen. So, so jetzt der Übergang hier noch und dann sind wir fast fertig. So. Baum. Baum. Und hier kommt man zwar so hin, aber ein bisschen schlecht so. Hier wächst nichts zwischen, das ist schon in Ordnung. Hier vorne auch nicht. Hier habe ich erst überlegt, machen wir aber nicht. Jetzt reiße ich das noch ein ganz bisschen an und dann sind wir eigentlich durch. So, was sagt er? Ist noch nicht perfekt, ne? Ich könnte jetzt hier stundenlang mit diesen etwas begrenzten Mitteln hier. Also für den Anfang, ne? Für den Anfang ist es erstmal okay. Da können wir nochmal ran. Definitiv. Also, dann lasst uns mal... Du bist angekommen bei Perigot. Guter Mann. Dann können wir das schnell verkaufen und dann gucken wir uns die Produktion erstmal an. So, Milch wird abgeladen. Gespeichert wird auch. Dann gucken wir mal. Und zwar... Also, was können wir machen? Wir können reinpacken Silage. Hoho! Gülle, Mist, Zuckerrübenschnitzel. Ja, und das muss ich hier anpassen, ne? 2400 Zyklen pro Monat ist halt kompletter Overkill. Und irgendwoher hat er sich jetzt hier schon Stroh gezockt. Also wir rechnen das mal durch, ne? Der hat eigentlich immer... Hier sind es 100, 200... Also ich würde sagen, wie viele Zyklen pro Tag soll er machen? Bei Silage
Ich hätte fast gesagt, wir müssen das durch 1000 teilen, oder? Also durch 124 Zyklen pro Monat. Das muss reichen. Alles andere ist ja völlig overpowered. 24, dann sind das 4800 Liter Gülle pro Monat. Ja. Ja, ich teile das mal alles durch 100 hier, die Zyklen. Und dann gucken wir mal und passen das gegebenenfalls nochmal an. So, du kannst zum Hof fahren. Wir haben mit... Na komm. Wir haben mit 16.000 da auch ganz gut noch Geld jetzt auf dem Konto. So, das wollte ich sagen. So, du bist verkauft. Mach's gut, mein lieber Freund. Er versucht es noch zu verhindern hier. Den verkaufen wir noch für 60. Das ist wirklich so richtig, richtig gut. Und kaufen uns stattdessen den hier für 66. Allerdings mit Frontladeranbau. GPS lasse ich erstmal weg. Reifenvariante. Können wir noch die Breitreifen drauf machen. Dann sind wir bei 70. Wir haben 76. Frontlader brauchen wir noch. Also kaufen wir den. Dann haben wir da jetzt zwei von. Dann brauchen wir noch den Frontlader. Dann sind wir fast auf null runter, ne? Kiesch hatten wir, glaube ich, für 140. 10.000, ha? Das ist jetzt richtig. Ja, wisst ihr was? Jetzt ist es auch schon egal. Jetzt machen wir es einmal richtig. Es widerstrebt mir eigentlich jetzt so viel Geld. Wir haben uns so viel Mühe gegeben, das zurückzuzahlen. Aber ich setze so viel Hoffnung jetzt und wir brauchen dann den zweiten Anhänger mit dem Frontlader. Das ist einfach so. Da können wir jetzt nichts machen. Also Frontlader für 10.000 Euro kaufen. Die Frage ist, ob wir noch eine Schaufel kaufen. Wir haben die hier, aber es gibt... Die kann auch Mist mit 1,2. Ne, die nehmen wir nicht. Die brauchen wir auch, ne? Oh nein, für Zuckerrübenschnitzel. Aber gut, wir haben gar keine Zuckerrüben, also. So, da ist er, unsere Nummer 2. Cool. Ich glaube, es war die richtige Entscheidung, oder? Schreibt es mir gerne mal in die Kommentare. Mit dem können wir hier arbeiten. Der andere ist so ein bisschen beim Forst eingebunden, macht da auch gutes Geld. Und bei dem ist es jetzt so, dass wir... So, der ist schon angekommen, dann kann ich den ja losschicken. Dass wir mit dem richtig arbeiten können. Der andere war einfach zu schwach, der ist kaum die Berge hochgekommen und der hat jetzt richtig Power. Ich freue mich drauf, jetzt haben wir zwei davon. Müssten wir ja auch eigentlich angezeigt bekommen. Das ist ein 18er, der hat 200 PS, der hat jetzt nur 150, aber das können wir noch upgraden. Das spielt ja keine Rolle. Cool. Also, ich werde jetzt mal das Spiel beenden und in der XML von der Biogasanlage das auf ein Zehntel runterdrücken. Und also auf ein Hundertstel sogar. Und wenn das dann zu wenig ist, dann passen wir nochmal an. Aber ich will jetzt nicht, dass da alles, was wir haben, dass wir das nach einer Stunde da durchgejagt haben. Nee. Wir machen das mal und wenn es nicht passt, passe ich es nochmal an. Ich hoffe, diese Folge, die etwas anders war, wir gehen mal hier hin zum Abschluss. Denn hier ist ja jetzt ein bisschen was passiert. Ich hoffe, das hat euch gefallen. Wir haben jetzt eine Biogasanlage und die aus irgendeinem Grund auf Silage, Mist und Stroh zugreifen kann, weil sie ganz in der Nähe vom Dings ist. Ah, das ist schlecht. Ich werde mal was zwischen den Folgen ausprobieren. Ich sage euch in der nächsten Folge, ob es funktioniert hat. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Macht's gut, bis dann. Tschüss.